دك يا جبال نحن في القمم اصنع الرجال ايقظ الهمم دك يا جبال 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 نحن في القمم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn der Welten, dem Al-Abama, den Barmherzigen, und Frieden und Segen sei auf dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sei auf ihm, auf seine Gefährten und jene, die ihm folgen werden, bis zum Tag der Abrechnung. Meine liebe Geschwister, wie ihr lesen könnt, heißt das Video Islam gibt es nur ein Thema. Was will ich mit dieser Videobotschaft euch mitgeben? Als allererstes möchte ich ja gar keinen persönlich angreifen. Ich richte das Video an mich selber sowie auch an euch und versuche uns nur in einer Sache zu erinnern und zu ermahnen. Denn die Ermahnung nutzt den Gläubigen. Bi-Iznillahi Azza wa Jal. Geschwister im Islam, wir müssen verstehen, dass im Islam es nicht nur eine Sache gibt, mit der man sich beschäftigen muss. Das heißt, ich habe festgestellt oder ich habe auch beobachtet, dass es viele Geschwister und anscheinend viele Geschwister, die, ohne die jetzt persönlich anzugreifen, die nicht so lange in der Religion sich befinden oder mit der Religion beschäftigen, sich immer einer Sache fokussieren, mit einer Sache beschäftigen und die denken, es gibt nichts anderes außer diese Sache. Und wenn man das nicht mitmacht, dann ist man nicht richtig, dann ist man nicht stark im Glauben. Das heißt, man tadelt dann diejenigen, die vielleicht nicht öffentlich oder offensichtlich dabei sind. Ja, denn man denkt, nee, nur das und alles andere ist nicht wichtig oder sind zweitrangig oder so, ne? Die braucht man jetzt nicht unbedingt. Aber es ist ja nicht so im Islam, ja. Der Islam ist die Religion von Allah subhanahu wa ta'ala und alle Dinge, die sich damit befassen, sind wichtig für uns, vom Kleinsten bis zum Höchsten. Was ich damit sagen will, wie gesagt, ist die Botschaft, die ich vermitteln möchte, ist, dass wir beobachtet haben, dass viele Leute eine Sache fokussieren, eine Tat, ein Objekt, ein Projekt, was auch immer, in der Religion und sie denken, nur das wäre korrekt, alles andere ist falsch. Und das ist nicht richtig. Erstens, weil das, was du tust, tust du für Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, das, was du gerade machst, dafür, wo du dich für anstrengst, das machst du nicht, damit die Leute dir zujubeln, das machst du, damit du die Belohnung erlangst von Allah Azza wa Jalla. Ich gebe Beispiele und die Beispiele, die ich gebe, ich möchte das hier ganz vorsichtig natürlich euch erklären und verdeutlichen, weil ich weiß, wenn ich jetzt Beispiele machen würde, einfach so, ohne sie zu verdeutlichen, ohne jetzt das, was ich sagen möchte, sage, dann wird wieder heißen, Abu Ali ist dagegen und dagegen. Nein, ist nicht so. Ich gebe die Beispiele, um die Dinge verständlicher zu machen. Ja, ich bin nicht gegen die Dinge, die ich erwähne gerade. So, für all diejenigen, die irgendwie immer diese Verdeutlichungen brauchen. Beispiel nehmen wir jetzt das Lease-Projekt. Ja, eine gesegnete Sache von Allah Azza wa Jal, das wir alle mitbekommen, mit vielen Früchten. So, jetzt gibt es Geschwister zum Beispiel, die bei diesem Projekt effektiv mitarbeiten. Ja, so, jetzt gibt es aber auch wiederum andere Geschwister, die vielleicht nicht effektiv darin mitarbeiten. Ja, sich mit anderen Dingen beschäftigen. So, jetzt heißt es, wenn du das nicht mitmachst, bist du nicht korrekt in der Dauer. Oder du machst das nicht richtig. Oder du, wie kann es sein, dass du das nicht mitmachst? Ja? Und genau das hier ist das Verkehrte. Weil erstmal, es gibt viele Mittel für die Dauer, Alhamdulillah. Und ich erwähne nochmal, Brüder und Schwestern, ich bin nicht gegen das Lease-Projekt. Ja? Wir haben auf die Seite MuslimTube Werbung fürs Lease-Projekt. Ja. Wir haben selber Infostände und Koranstände gemacht, wo wir die Korane vom Lease-Projekt verteilt haben und immer noch machen wir es. Ja, man muss das jetzt nicht immer alles vor die Kamera setzen, aber wir machen das. Alhamdulillah. Und Allah Azza wa Jalla ist Zeuge darüber und wir müssen nichts preisgeben. Was ich sagen will, Verdeutlichung nochmal, ich bin nicht gegen die Sache, ich gebe das nur als Beispiel. Jetzt fokussiert einer dieses Projekt und behauptet, wenn man dieses Projekt nicht mitmacht, ist man falsch, ist man nicht richtig, schwach im Glauben oder alles andere, ist, was du machst, ist verkehrt oder hat keine Früchte oder bringt nichts. Nein, achi. Weil Islam ist nicht nur ein Thema. El-Islam ist nicht nur ein Projekt. Ja, es gibt viele Dinge. Erstmal ist dein Ibadah. Die Ibadah, mit der du dich selber beschäftigst, dass die auch weiter vorangeht. Ja, dann viele andere Punkte. In der Dauer selber, viele andere Mittel, die man hat und man benutzt. Und auch vielleicht, wenn du dich in ein Projekt effektiv einsetzt, macht dieser Bruder, der vielleicht nicht in diesem Projekt dabei ist, egal wie das Projekt heißt,
Ja? Ist er vielleicht woanders, sich am Bemühen und die Sachen, bi'idhnillahi ta'ala, beide tragen Früchte, weil das, was du machst, mein Bruder und meine Schwester im Glauben, machst du für Allah Azza wa Jal, Subhanahu wa Ta'ala. Die Dauer, die du machst, die Anstrengung, die du begehst, dass die Hilfe, die du gibst, die gibst du, damit du am jüngsten Tag, wenn du vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen tust und deine Waage vor dir ist und deine Taten gewogen werden, dass die Hasanat schwerer sind als die Sayyiat, dass die guten Taten schwieriger wiegen als die schlechten Taten, damit du was erlangst? Al-Jannah, ja, das Paradies. Und so muss das aber auch sein. Wie Sufyan al-Thawri, rahimullah, gesagt hat, so wie man nicht seine schlechten Taten preisgibt oder bekannt macht oder mit sich zeigt, sollte man auch seine guten Taten nicht preisgeben oder halt damit prahlen, ja, wenn man das so richtig übersetzt. Denn das ist wichtig, das ist sehr wichtig für uns. Ich sage nicht, und nochmal hier, weil ich muss hier nochmal verdeutlichen, weil die denken, ich versuche so zwischen die Blume zu reden. Ich meine nicht damit, jetzt dieses Projekt soll kein Videos machen, zeigen, wie sie Verstände haben oder was auch immer. Nein, meine ich nicht. Ich spreche allgemein uns alle, weil diese Sache, diese Aufrichtigkeit, etwas zu tun, nur für Allah Azza wa Jal, ist erstmal oberwichtig für uns alle, damit unsere Taten auch vollständig akzeptiert werden, weil wir brauchen diesen Ikhlas. Und ich glaube, da wird keiner, kein Da'i wieder irgendein anderer sagen, nee, das brauchst du nicht. Ja, weil der es sagen würde, an denen würde ich zweifeln, ob der wirklich die Dinge richtig verstanden hat. Natürlich brauchen wir diesen Ikhlas, wir alle, liebe Geschwister, wir alle. Und ich spreche mich selbst an, ich selber, denn als Prediger sowieso. Ich als Prediger sowieso, deswegen tadle ich ja nicht nur euch, oder ich tadle nicht eine bestimmte Person oder eine bestimmte Gruppe, ich tadle uns alle. Bi'idhnillahi ta'ala. So, liebe Geschwister, ist es wichtig für uns, dass wir diese Sache, die wir tun, das, was wir fordern, es nur für Allah subhanahu wa ta'ala tun. Ja, und dass man den Lohn erwartet nur von Allah subhanahu wa ta'ala. Und aber dabei denkt, dass es nicht nur diese Sachen in der Religion gibt, dass es in der Religion viel mehrere Sachen gibt. Wenn ich zum Beispiel, oder ich nehme ein anderes Beispiel, damit das nicht so aussieht, als würde ich nur gegen ein Projekt reden, oder ich habe ja gesagt, ich bin nicht gegen das Projekt, aber für manche, die es gerne vielleicht hören würden oder die es gerne so sehen würden. So, nehmen wir zum Beispiel die Hilfe in Syrien, ja. Es gibt nicht nur die Hilfe in Syrien, will ich damit sagen. Wenn du dich aber auch damit beschäftigst, Alhamdulillah, gibt es auch Hilfe in anderen Ländern beispielsweise, ja. In Burma, in Ägypten mittlerweile und so weiter, ja. In Somalien immer noch. Das heißt, ich will dir damit nur vermitteln, mein Bruder und meine Schwester im Islam, und hier wiederum setze ich in Klammern, und ich erwähne das jetzt 100 Mal, weil ich kenne manche Leute, was sie danach anfangen zu erzählen. Ja, ich erwähne es nochmal, ich bin nicht gegen die Hilfe in Syrien, im Gegenteil, A'udhu Billah, möge Allah mich vor solchen Gedanken beschützen, ich bin dafür, und ich hoffe, dass Allah Azza wa Jal die Hilfe ganz groß schickt und somit auch die Befreiung der Muslime dort. Ich will nur damit sagen, mein Bruder und meine Schwester, fokussierst du eine Sache im Islam, eine bestimmte Tat, eine bestimmte Aktion, Alhamdulillah, wisse, dass du es tust für Allah Azza wa Jal, Subhanahu wa Ta'ala, und wisse, dass es nur, nicht nur diese Sache gibt, bevor die Gedanken zu dir kommen, wo es heißt dann, und wir haben es gehört und erlebt, darum sagen wir es ja auch gerade, darum auch diese Videobotschaft, ja, wisse nicht, dass die Gedanken zu dir, oder lasse nicht zu, dass die Gedanken zu dir kommen, guck mal, ich mache gerade das, ich bin der Beste, ich bin richtig, alle anderen sitzen zu Hause und machen gar nichts. Ich erwähne dir etwas, bevor ich zu einem Hadith komme, erwähne ich dir etwas von mir, was ich mal erlebt habe. Ich habe mal einmal in einer Moschee übernachtet. Wir haben viel erzählt über Islam, Alhamdulillah. Und Subhanallah, da sagte ein Bruder, als der uns eine kleine Ermahnung gegeben hat, über Qiyamul Layl, über das Gebet in der Nacht. Er sagte, wenn du das Gebet in der Nacht verrichtest, heute Abend vielleicht, oder die Tage, die wir in der Moschee verbringen werden, manche machen Etikaf zum Beispiel im Ramadan, ja. Dann sagst du, du stehst in der Nacht auf und du verrichtest dein Gebet. Denk nicht in diesem Moment, du bist der Einzige, der aufgestanden ist und gebetet hat, weil das wird der Shaitan mit dir machen. Er wird zu dir kommen und sagen, guck mal, du bist der Beste.
Du bist gerade aufgestanden und betest, während die anderen schlafen. Der sagte zu uns, Brüder, steht nachts auf und du betest und denkst dran, du bist der Letzte, der jetzt aufgestanden ist. Alle anderen haben schon 11 Raka gebetet, geweint, lange Sujud gemacht. Du bist der Letzte gerade. Mach dich klein. Mach nicht, denk nicht, lass nicht von Shaitan dir sagen, du bist der Einzige, der gerade betet. Alle anderen, guck mal, wie die schlafen. Guck mal, wie die schnarchen. Du bist am Beten. Nein, mein Bruder und meine Schwester im Islam. Denk das Gegenteil. Denk das Gegenteil. Genau so ist das. Denk das Gegenteil. Weil mir das in der Nacht damals, als ich aufgestanden bin, und ich erwähne es nicht, das ist eine Sache vor 10 Jahren, ja, die passiert ist. Ich erwähne nicht, um zu sagen, guck mal, Abu Ali, bitte Qiyamul Layl. Im Gegenteil, möge Allah Azza wa Jal mich besser machen, als dass die Menschen von mir denken. Denn viele Brüder kennen uns nur vom Internet und durch diesen Bildschirm, aber die kennen uns nicht persönlich. Ich stand an diese, durch die Anspornung des Bruders, als er über Qiyamul Layl sprach, stand ich in der Nacht auf, wollte gerade beten und es kam dieser Gedanke. Es kam dieser Gedanke, weil alle anderen lagen, ja, alle anderen lagen und waren am Schlafen oder am Schnarchen und viele Brüder kennen das auch, ja, wenn man in der Moschee so übernachtet und dieser Gedanke kam, bevor ich den ersten Takbir geben wollte, höre ich ganz leise auf einmal so, Allahu Akbar, und ein Bruder ging in Rukur. Ich habe den gar nicht gesehen, es war ja so dunkel, ne, aber in dem Moment, wo ich, in diesem gleichen Moment, wie ich dachte, du betest gerade Qiyamul Layl, Alhamdulillah, komm, fang jetzt damit an, der Rest ist am Pennen, höre ich ganz kurz, Allahu Akbar. So ganz leises Allahu Akbar. Und sehe links, ich habe mich teilweise erschrocken, schon wie einer in Rukur ging, der schon am Beten war, wo ich mich überhaupt erst fürs Gebet vorbereitet habe. Deswegen, liebe Geschwister, genau so, beschäftigt dich mit einem Projekt, sag nicht zu dir, ich bin der Beste, ich mache es, die anderen machen nichts, weil du kennst die anderen nicht, du bist nicht allsehend, um zu sehen, was die tun und was die nicht tun. Und denk nicht, es ist nur das und alles andere, was man machen kann, ist nicht richtig, falsch, Achi. Genauso wie ich nicht die Dauer vernachlässigen darf, darf ich nicht mein Ibadah vernachlässigen. Genauso, wie ich nicht mein Ibadah vernachlässigen darf, darf ich nicht die Hilfe vernachlässigen. Genauso, wie ich nicht die Hilfe vernachlässigen darf, darf ich nicht den Umgang mit den Menschen vernachlässigen. Genauso, wie ich nicht den Umgang mit den Menschen vernachlässigen darf, darf ich nicht das Wissen vernachlässigen und das Erwerben des Wissens vernachlässigen. Genauso, wie ich nicht das Erwerben des Wissens vernachlässigen darf, darf ich nicht die Erziehung meiner Kinder vernachlässigen. Genauso, wie ich nicht die Erziehung meiner Kinder vernachlässigen darf, darf ich nicht alle anderen Dinge vernachlässigen, die ich schon erwähnt habe. Weil El-Islam ist eine ganze Sache und das, was ich nicht vernachlässigen darf, ist El-Islam. Und dazu gehören all diese Dinge, die wir erwähnt haben und noch viel mehr. Und noch viel mehr. Wir könnten jetzt hunderte Sachen erwähnen. Das ist, was ich dir mitgeben möchte und mir selber, damit wir unsere Taten schöner machen. Damit wir unsere Taten noch schöner machen. Denn dieser gemeinsame Gedanken ist wichtig, dass wir denken, dass wir nicht denken, nur wir machen, nur ich mache, nur Abu Ali ist am Predigen, nur Abu Ali sagt das Richtige. Nein! So dürfen wir nicht denken. Ich erwähne euch ein Beispiel, als wir mit den Brüdern saßen vom Lies-Projekt und wir über dieses Projekt sprachen, kann ich mich erinnern, wie einer von den Brüdern oder Mitgründer, sagen wir, die das mit angefangen haben, uns gesagt hat, wir haben den Koran ausgewählt für diese Stände, Infostände, keine bestimmte Flyer, keine bestimmte Seite, ja, die wir damit irgendwie publizieren möchten. Wir haben den Koran genommen, weil das ein Buch ist, was uns vereint, weil ein Buch, wo jeder für ist. Und das, als er das erwähnt hat, der Bruder, als wir damals zusammen mit den Shuyuch und Duat und so, als er einen der Bruder erwähnt hat, habe ich mir gedacht, Subhanallah, guck mal, wie schön, ne, dieser Gedanke ist. Und genauso, darum geht's auch in den anderen Sachen. Darum geht es auch in den anderen Sachen, meine Geschwister im Islam. Und das ist, was ich dir vermitteln möchte. Ich vergesse nie, und das war bestimmt vor 7, 8 Jahren, wenn nicht 9 Jahre, wie wir beim Sheikh Abu Hussein in Leipzig saßen, einmal nach dem Seminar in Leipzig, und der Sheikh so in später Stunde mit uns saß in einer kleinen Runde und wir redeten über auch diese Dinge, über Al-Ikhlas, ja, und solche Sachen. Und der gesagt hat uns, Al-Ikhlas sagte, er sagte zu uns über Al-Ikhlas, schaut mal, hat er gesagt, Al-Ikhlas musst du haben, vor der Tat. In der Tat
und nach der Tat. Ja, sagte der Scheich in diesem Moment, vor der Tat, in der Tat, nach der Tat. Und das ist sehr wichtig, liebe Geschwister. Ja, bevor du was tust, du tust es nur für Allah Azza wa Jal. Du hast beabsichtigt, es zu tun, nur für Allah. Während du es tust, tust du es für Allah. Nicht, dass die Augen, die Masse, die die wahrnehmen, die Situation, die sie wahrnimmt, deine Absicht verdirbt. Und wenn du es getan hast und du bist fertig mit der Tat, erwarte nicht den Lob und dieses Barakallahu fikum, Mashallah, Bruder, du bist der Beste. Erwarte den Lohn nur von Allah Azza wa Jalla, weil du es nur für ihn getan hast. Ja, klare Wörter vom Sheikh, liebe Geschwister. Und ich kann mich, wie gesagt, diesen Satz, diese drei Dinge, ja, vor der Tat, in der Tat, nach der Tat, Subhanallah, das ist dann, das bleibt in deinem Kopf natürlich hängen. Ob wir es immer ausüben, möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns helfen. Denn wir haben erlebt, liebe Geschwister, ich habe Brüder erlebt, ja, wie sie sich einer Sache fokussiert haben und sie ihre Ibadah zu Allah vernachlässigt haben. Beispiel, ich kannte einen Bruder, kenne ihn immer noch, der lebt ja noch. Ja, ich weiß nicht, wie praktizierend der momentan ist, aber er hat nicht gebetet, achi. Er hat sich nicht vor Allah niedergeworfen. Er hat die Ibadah der Ibadah nicht getan. Eine Ibadah, die ständig da ist für den muslimischen Mann, ja, und der immer, und auch für die muslimische Frau, außer in bestimmten Fällen, ja. Wir müssen ja kein Gebet jetzt erklären, aber eine Ibadah, wie manche gelernt, der Akida sagen, das ist wie die zweite Shahada so gesehen, ja, weil das ist eine ständige Ibadah, die man macht. Ja, wo manche Gelehrten sagen, wenn man es nicht verrichtet, wenn man das Gebet sein lässt, man aus dem Islam ausgeschlossen und in Meinung gewisser Gelehrten. Und die andere Seite der Gelehrten, die das als eine große Sünde darstellen, liebe Geschwister. Ja, das ist sehr wichtig zu verstehen, das Gebet, was offenbart worden ist, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Allah geholt worden, diese Miraj gemacht hat, diese Nachtreise. Isra wal Miraj, liebe Geschwister, wo der über die sieben Himmel gegangen ist, damit er diese Offenbarung des Gebets bekommen hat. Das, wo fünf Gebete wie 50 zählen. Er hat dieses Gebet nicht verrichtet, dieser Bruder, aber wollte die Leute zum Islam rufen. Ja? Irgendwas muss da verkehrt gegangen sein. Irgendwann muss was da verkehrt verstanden sein. Und er war so fixiert in der Sache, dass er nicht sich für sein Ibadah gekümmert hat. Deswegen, und ich erwähne nochmal, alles, was ich erwähnt habe an Projekte oder Punkte, nicht, dass ich dagegen bin. Auzubillah. Nein, ich erwähne es nur als Beispiel. Als Beispiel. Das heißt auch, wenn du dich mit der Ibadah beschäftigst nur, dass du solltest nicht alles andere vergessen. Es gibt keine Dauer und es gibt keine Hilfe für die Geschwister und es gibt das. Nein, Achi, bleib mal ruhig, bleib mal locker. Versuch das zu tun, was du kannst und sag nicht nur, das ist das und alles andere mache ich nicht. Ja, weil Islam ist nicht nur eine Sache. Ja, die Religion Allahs ist nicht nur eine Sache. Alhamdulillah. So wichtig wie die Ibadah ist für mich selber, ist auch wichtig der Ruf dazu. So wichtig der Ruf dazu ist auch die Hilfe der Muslime dafür. So wichtig die Hilfe der Muslime ist, alle anderen, liebe Geschwister, wie gesagt, ich habe das eben erwähnt, muss das nicht 100-mal wiederholen. Ich denke mir, die Sache ist klar. Ist wichtig, es nochmal zu erwähnen. Denn wie zwei Punkte, zwei Botschaften, von der eine jetzt, von der Videobotschaft, zwei wichtige Botschaften, liebe Geschwister. A, es gibt nicht nur die Sache, die du vielleicht gerade tust oder für der du dich gerade entschieden hast, dich einzusetzen. Und Alhamdulillah, danke Allah subhanahu wa ta'ala, dass du dich eingesetzt hast. Danke Allah, dass er dir die Möglichkeit gegeben hat, was zu tun. Weil, achi, du machst das für Allah. Und das ist die zweite Botschaft. Wenn du etwas tust, tu es für Allah und fang nicht über links und rechts, über Fulan und Fulan nachzudenken. Denk über dich selbst. Was machst du? Wird die Tat gerade akzeptiert? Weil vielleicht der eine macht nicht mit, aber alle seine anderen Taten werden akzeptiert, weil er es für Allah macht. Und er versucht, das zu tun, was er kann. Und der andere macht mehr, weil er Fame will vielleicht oder weil er keine Ahnung, was er will. Wir können ja nicht in den Herzen der Menschen reinschauen. Darum denken wir immer erstmal positiv. Und deswegen sprechen wir allgemein. Wenn wir etwas tun, wir tun es für Allah. Ein Hadith, liebe Geschwister, von dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den wir auch kennen, damit wir uns das nochmal klar machen, ja, von den drei Leuten, sinngemäß das Hadith zusammengefasst, die gebracht werden vor Allah subhanahu wa ta'ala, und mit denen wird das Feuer gezündet.
Ein Märtyrer, liebe Geschwister, einer, der auf Weg Allahs gekämpft hat und für Allah gefallen ist. Und ein, liebe Geschwister, eine Person, der den Koran gelernt hat und gelehrt hat. Und ein Mensch, der sehr freigebig war, der gespendet hat für Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn die vor Allah stehen werden und Allah wird sie fragen, für wem hast du das gemacht? Sie werden sagen, ich habe es für dich, ja Allah, gemacht. Ich bin für dich gefallen, ja Allah. Ich habe für dich gelernt und belehrt, ja Allah. Ich habe für dich gespendet, ja Allah. Was wird Allah subhanahu wa ta'ala sagen? Ihr lügt. Ihr habt das für die Menschen gemacht, damit die Menschen sagen, du warst mutig und starbst im Kampf, im Schlachtfeld. Du warst wissend und hast gelehrt und belehrt. Du warst ein wissender Person, eine weise Person. Du warst spendabel, damit die Leute sagen, du warst spendabel. Du warst großzügig, damit du diese Beinamen bekommst. Von den Menschen hast du gespendet. Und die werden dann, was mit den Leuten wird passiert, liebe Geschwister? Die werden in die Hölle, Geschwister. Ein Hadith von Abu Huraira berichtet, auch bei, festgehalten bei den Muslimen. Ein sehr bekannter Hadith, liebe Geschwister. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch vergeben und alle Muslime und Muslimas auf der Welt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala alle Projekte, die für Islam gemacht werden, mit einer guten Absicht auf dem Weg der Ahl-Sunnah wal-Jama'ah segnen, liebe Geschwister. Und alle Projekte, die wir kennen und sehen, die auch Früchte tragen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie segnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie ein Segen und eine große Belohnung machen für diejenigen, die es tun am jüngsten Tag. Diejenigen, die diese Projekte nach vorne bringen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diesen Brüdern und Schwestern das als eine große Tat, als eine große Belohnung am Tag der Auferstehung machen, damit sie sich an diese Belohnung erfreuen können, an einen Tag, liebe Geschwister, wo wir nichts mehr tun können für uns selber und wir an unsere Taten dann festhalten müssen. Deswegen beschäftigen wir mit uns, denk an diese Botschaften, die wir mitgegeben haben, die sind an mich selbst gerichtet, erst recht als Prediger, sowie auch an alle meine Geschwister, Brüder und Schwestern, die an einer Ermahnung einen Nutzen sehen und versuchen, sich dadurch ermahnen zu lassen. Barakallahu fikum fürs Zuhören. Möge Allah subhanahu wa ta'ala alle Duat und al-Mashaykh in unserem Land hier in Deutschland segnen für ihre Arbeit und ihren weiter denen Kraft geben für die Arbeit, die sie leisten. Ob es das Wissen ist, das sie verbreiten in den Moscheen, das heißt das Wissen in der Religion, ob das die Dauer ist, die sie machen, den Ruf, die Einladung zum Islam, ob egal welche Arbeit sie tun, liebe Geschwister, möge Allah sie dafür segnen. Wenn für alles wird eine Mühe verlangt, alles wird mit einer bestimmten Mühe gemacht. Wenn der Gläubige was macht, der wird geprüft in das, was er tut. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala alle unsere Geschwister für ihre Taten, egal ob Brüder oder Schwestern, segnen und sie sich erfreuen lassen an ihre Taten am Tag der Auferstehung. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wenn ich was falsch gesagt habe, ist das nur von mir, von Shaitan. Und wenn ich was gut gesagt habe, ist das nur von Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Propheten Muhammad alaihi salatu wassalam.